Hallo, liebe Forge of Empires-Freunde, und willkommen zur ersten regulären Folge des GVG-Tutorials. Ich habe ja in der ersten Folge schon so einen groben Überblick über irgendwie alles gegeben, und ich habe ja gesagt, ich will auf alles sehr, sehr genau eingehen. Und in dieser Folge, der ersten, soll es erstmal um das Gelände gehen, um die Karte und das Gelände. Wie sieht die Karte aus und was gibt es dort zu sehen. Die GVG-Karte. Ich habe sie schon mal grob vorgestellt im ersten Teil. Es gibt nochmals von der Eisenzeit bis in die Zukunft eigene Unterkarten und eine spezielle Karte für alle Zeitalter oberhalb der Zukunft, beziehungsweise für alle Zeitalter exklusive der Eisenzeit. Und der Bronzezeit natürlich, weil ab der Eisenzeit erst GVG möglich ist. Ich möchte jetzt auf die Details auf den Karten genauer eingehen. Wir nehmen uns mal wieder die Karte im Hochmittelalter und schauen uns diese Karte mal genauer an. Es gibt hier weiße Sektoren oder Sektoren mit weißem Untergrund, Sektoren, die rot markiert sind und Sektoren, die grün markiert sind. Diese drei Typen gibt es und das sind die verschiedenen, ja, Besitzansprüche, die auf diese Sektoren aktuell oder auf diesen Sektoren aktuell gelten. Die grünen Sektoren sind die eigenen Sektoren, also die Sektoren der eigenen Gilde. Die roten Sektoren sind die Sektoren von fremden Gilden. In diesem Fall sind es die Sektoren der Urlauber, von den Rittern der Freiheit und die Nibelungen, die unsere Nachbarn hier sind. Die Nachbarn von New Horizons. Zu allen drei Gilden haben wir entweder keine negativen Beziehungen oder freundschaftliche Beziehungen. Und deswegen ist es jetzt hier eine relativ bequeme Position, die wir hier haben. Von uns, weil wir vor uns vor diesen Nachbarn nicht fürchten müssen. Es kann aber auch anders sein, dass eine benachbarte rote Gilde eben ein Feind ist und in dem Fall muss man aufpassen. Was gibt's noch? Es gibt noch neutrale Sektoren. Die werden diesen NPC-Charakteren wie diesem Childerich, den vierten, zugeordnet. In anderen Zeitaltern heißen die anders. Gehen wir hier ins frühe Mittelalter. Da ist es der Freiherr von Greifensprung. Genau, das sind eben diese NPC-Charaktere, die bekommen einfach alle Sektoren, die irgendwie von den Gilden freigegeben werden in einem Zeitalter und behalten die dann so lange, bis sie wieder von einer Gilde erobert werden. So, das sind die Farbgebungen. Und dann gibt es noch was anderes zu beachten. Es gibt nämlich einerseits die, naja, die Hintergrundfarbe sozusagen, also dieses Overlay, was das grüne, weiße oder eben rote ausmacht, aber es gibt auch eine Untergrundfarbe. Und das sind diese unterschiedlichen Farben hier beispielsweise. Hier haben wir nämlich einen Sektor, der ist eher so gelblich unten drunter, also der ist rot, aber gelblich unten drunter. Der hier ist aber rot und grünlich unten drunter. Also da gibt es einen Unterschied. Denn nur Sektoren, die so gelblich unten drunter sind, sind Landungssektoren. Das heißt, wenn man als Gilde noch nicht auf einer Karte vertreten ist, dann kann man auf diesen Sektoren, nur auf diesen Sektoren, neu starten. Man kann nicht auf einem grünlich unterlegten Sektor neu starten. Es gibt zwei Marker für Landungssektoren. Einerseits dieses gelbliche, dieser gelbliche Untergrund und andererseits die Bewaldung. Denn dieser gelbliche Untergrund, ja, dieser Sand, Strandsand, wie auch immer, auf dem wachsen eben nur Palmen oder Büsche. Und auf dem Gras, diesem grünlichen Untergrund, den Grassektoren, wachsen Tannen und Laubbäume, also Laub- und Nadelbäume. Und das ist der Unterschied. Und das ist gar nicht mal so irrelevant. Denn es ist
Im späteren Verlauf, insbesondere in den hohen Zeitaltern, sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Strandsektoren, die gelblich unterlegten Sektoren, eben entsprechend gesichert sind. Denn überall, wo es nicht der Fall ist, passiert sowas. Die Karte wird sehr, sehr, sehr zersiedelt. Also gerade in der Zukunft, da lohnt es sich sehr, dass verschiedene Gilden dort anfangen zu kämpfen und sich ein paar Sektoren sichern. Und wenn es nur für eine Abrechnung ist, weil sie bekommen ja die Punkte für diese Sektoren. Und man kann eben nur auf weißem Untergrund landen. Und Gilden, die eben nicht auf oder keinen weißen Untergrund haben, keinen Stranduntergrund haben, so wie Gilden, die hier so ganz rechts außen auf der Zukunftskarte sind, die haben nichts zu befürchten, die haben also nichts zu tun. Ja? Da passiert nichts. Die sind von Leuten umgeben, mit denen sie keinen Krieg haben oder eine neutrale Beziehung haben. Und sie haben keinen Sektor, auf den neue Gilden neu landen können. Das heißt, sie sind in einer sehr bequemen Position. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Das muss man auch unbedingt sich merken. Was sind Landungssektoren und was sind Grassektoren, kontinentale Sektoren, grüne Sektoren, wie auch immer man sie nennen will. Ich zeige euch das jetzt gerne auch nochmal in meiner Nebenwelt. Denn dort sind wir auf nicht vielen Karten vertreten in dieser Gilde, in der ich da spiele. Und man kann da gut sehen, welche Sektoren Landungssektoren sind. Man sieht hier im Asa ist nichts mehr frei. Na, doch hier oben ist einer noch frei. Aber hier sind eben diese Landungssektoren eben auch mit einem Pfeil markiert. Ja. Also man kann halt da neu landen. In der Zukunft, hier unten ist noch relativ viel zu holen. Ja. Da kann man neu landen und eben diese Gilden, die dort sind, überfallen oder sich Sektoren sichern. Und es lohnt sich eben, um seine Machtpunkte auszubauen. In niedrigen Zeitaltern ist es oft so, dass so gut wie keine der Strandsektoren überhaupt gesichert sind. Das heißt, die können die ganze Zeit angegriffen werden. Aber es lohnt sich eben auch nicht so sehr, weil die Machtpunkte in den niedrigen Zeitaltern so gering sind. Was gibt's noch? Naja, eigentlich nicht mehr so viel. Es gibt noch Hindernisse. Ja? Also wenn man jetzt auf so eine Karte guckt, dann sieht man eben diese Sektoren, diese sechseckigen Sektoren, diese Wabenstruktur. Und die sind eben farblich unterlegt, aber es gibt auch sowas wie Flüsse oder Ozeane oder Berge. Da passiert eben gar nichts. Das sind einfach nur Hindernisse. Und auch mit denen kann man sich eigentlich zum Teil sehr gut arrangieren. Es gibt Karten, auf denen die so platziert sind oder man sich selbst so hinter Hindernissen platzieren kann, dass man relativ gut abgesichert ist. Zum Beispiel die Gegenwart, ja. Hier gibt es halt diese drei Berge, das ist halt quasi so eine kleine Gebirgskette und hätte man jetzt hier auf der anderen Seite einen Feind, dann hätte der gar nicht die Möglichkeit, auf die eigene Seite zu kommen. Der müsste dann halt erst außenrum um die Berge gehen. Also auch Hindernisse sind nicht uninteressant im GVG. Man kann sich halt dorthinter sichern, genauso wie man eben sich in tiefe Grasgebiete sichern kann. Ja, hier sind ja sehr tiefe Sektoren, die sehr tief im Grasgebiet und sehr weit entfernt sind von den Strandsektoren, wo eben Gilden neu landen können. Genau. Und dies war's, grob gesagt, auch schon zur ersten Folge, was ich sagen wollte. Ich wollte mir einfach nur mal grob die Karte angucken mit euch. Fällt euch sonst noch was auf den Karten, was ihr gerne ansprechen wollt, so rein geografisch vom Gelände her, wozu ihr Fragen habt, dann gerne her damit. Ich sehe gerade, es gibt hier noch dieses ausgegraute Gebiet, aber das gehört eben schon zum nächsten Zeitalter. Ja? Also es ist eben hier auch die Gebirgskette, die dazwischen, die ist halt so groß und groß ausgegraut. Ja, klar, das kann man auch irgendwie als Hindernis ansehen. Aber genau, sonst gibt es jetzt hier nicht mehr viel zu
erkennen und so viele große Unterschiede. Und das war soweit zur ersten Folge. Kleiner Nachtext noch. Eigentlich wollte ich eine deutlich umfangreichere erste Folge zum Thema Angriff machen, aber das ist einfach mal so lang geworden, dass ich mir sagte, ich muss das noch viel kleiner aufteilen. Und deswegen gibt es in der ersten Folge erstmal nur was zum Gelände. Und in der nächsten Folge wird es voraussichtlich nach dem aktuellen Plan um die Symbole gehen, die es so im GVG geht. Also freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich freue mich auch, wenn ihr mir ein Däumchen gebt, falls euch die Episode gefallen hat. Und wenn ihr die verschiedenen GVG-Folgen verfolgen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gerne bis zur nächsten Folge. Ciao.